Das ist Lou. Lou arbeitet in der Krankenpflege und möchte sich beruflich weiterentwickeln. Das ist Momo. Momo bereitet sich gerade für die Reife- und Diplomprüfung an der Handelsakademie vor und steht vor der Frage: Wie soll meine Zukunft aussehen? Du bist in einer ähnlichen Situation? Du willst Studium und Beruf unter einen Hut bringen? Du möchtest in einem sozialen Bereich tätig sein? Dann bist du hier genau richtig. Nun beginnen Momo und Lou zu recherchieren. Was erwartet sie eigentlich im Studium? Das Studium umfasst viele unterschiedliche Teilbereiche. Dazu gehören die Grundlagen des Sozialmanagements, die Grundlagen des Rechts, soziale und persönliche Kompetenzen, Betriebswirtschaft, Management in der Sozialwirtschaft, Berufspraktikum in einem einschlägigen Unternehmen und die Bachelorarbeit. Momo hat noch keine Erfahrungen im sozialen Bereich und ist unsicher, ob das Studium die richtige Wahl ist. In Lous beruflicher Tätigkeit spielt Betriebswirtschaft keine Rolle. Unklar ist auch, wie der Arbeitgeber zu der Entscheidung des berufsbegleitenden Studiums stehen würde. Aber keine Panik, hier die Einschätzungen der FH-Community. Ich war mir nach der Matura auch unsicher, ob ich arbeiten oder studieren möchte. Durch das Sozialmanagementstudium an der FH in Linz habe ich gesehen, dass beides funktionieren kann und nicht nur ich, sondern auch mein Arbeitgeber profitieren von meiner Ausbildung. Als Kindergärtnerin hatte ich keine Ahnung davon, was in den betriebswirtschaftlichen Gegenständen auf mich zukommen wird und war sehr unsicher, ob ich mithalten kann. Doch dann habe ich gesehen, unabhängig von der Vorerfahrung, dass wir alle von null an begonnen haben. Nach 4 Semestern an der FH konnte ich im Praktikum einiges von dem bisher Gelerntem anwenden. Durch das Praktikum hatte ich einfach die Möglichkeit zu sehen, wo meine Interessen liegen und meine berufliche Laufbahn weitergeht. Während dem Studium ist mir klar geworden, dass mir Personalmanagement gar nicht liegt. Zum Glück hat man im 5. Semester die Wahl zwischen dem Personal- und Controlling-Schwerpunkt zu wählen und so konnte ich mich für Controlling entscheiden. Lou und Momo sind nun 2 der vielen Bewerberinnen und Bewerber. Und was ist mit dir?